Gerne. Also es war so verabredet, dass wir, dass ich Fragen stellen darf und ihr müsst antworten. Ihr, das heißt, links von mir Peter Böhm, rechts von mir Paul Böhm und Stefan hat den Vater. Ja. Gut, vielleicht kommt er noch dazu. Aber er ist wahrscheinlich beim Vater jetzt. Also ihr sagt bitte liebe Grüße und ich denke, ich darf das im Namen aller sagen, es hat uns wahnsinnig gefreut, dass Gottfried mit euch gekommen ist. Kannst du da was, könnt ihr da was drüber sagen? Das ist schon spannend, ja, wie wachsen Architektenkinder auf? Die Fragen kriegen wir wahrscheinlich beide immer. Ja. Wieder bei solchen Dingen. Ja. Ich würde es jetzt mal interessieren, das von dir zu hören. Ich glaube, das ist aber so, wie es in allen Architektenfamilien, wo die Kinder tatsächlich da auch irgendwie einen Sinn für haben, wie das da überall ist. Allerdings hat mein Vater nie uns irgendwas erklärt, ja, dass er da irgendwie vom Gebäude stand und das müsst ihr jetzt so und so verstehen. Da gibt es vielleicht eine kleine Geschichte, vielleicht kann man die von meinem Vater und meinem Opa, wolltest du die auch erzählen? Ja, ja, ja. Und ich, wo mein Vater als kleiner Junge und Opa in ein kleines romanisches Kirchlein gegangen sind und der Vater gefragt hat, ja, warum ist das jetzt schön oder was ist jetzt hier das Besondere? Und dann hätte mein Großvater lange nichts gesagt und irgendwann kam dann, ja, da geht einem das Herz auf. Das als einzige Erklärung, was sozusagen, vielleicht ist das die Ebene, was dann irgendwie über der Funken, der sozusagen übergeschlagen ist. Wir haben früher als Kinder, das habe ich noch sehr schön in Erinnerung, immer vor Ostern eine Italienwanderung gemacht und haben da mindestens 3 Bilder pro Tag malen müssen oder malen gemalt. ja, das Müssen ist falsch, aber ja, auf so eine Weise kam halt doch dann immer dieses Thema. Ich kann euch aber eins verraten, er hat es mal gesagt bei einer Tagung über Kirchenbau, diese Geschichte. Ja, und zwar war das 2 Tage in Hohenheim oder, ja, und da kamen lauter wahnsinnig akademische und schlaue Menschen, die stundenlang über die Theorie von Kirchenbau. Gottfried kam ganz am Schluss, Freitagnachmittags, Saal war voll wie hier, also alle haben gewartet auf diesen tollen Vortrag, der da kommt. Und dann hat er nur dieses gesagt. Also, dass der Vater hätte die schwere Hand auf die Schulter gelegen hat, diesen Spruch. Und in diesem Moment war es ganz still im Saal. Und es war allen klar, die 2 Tage vorher waren alles ein blödes Geschmack. Und das war eigentlich, das war ja das so simpel. Er hat einfach dieses gesagt und dann plötzlich, wir hätten eigentlich bloß den Gottfried gebraucht. Das ist nicht mehr. Und eigentlich ist es doch komisch, du bist glaube ich auch Hochschullehrer, ihr seid beide Hochschullehrer, dass wir an den Akademien und Universitäten diese Ebene, dieses sichere Gefühls oder die Schulung, dass das Gefühl sicher wird, dass wir das nur schwer hinbekommen im akademischen Unterricht. Ja, und wir durchmachen. Machen, probieren. Ja, nicht so viel noch reden. Nee, nicht so schnell. ich glaube, also wenn wir was, du hast ja eben gefragt, was, ob der uns was beigebracht hat oder so. Wenn wir, glaube ich, was von ihm mitbekommen haben, dann ist es so natürlich die Leidenschaft, aber auch das Herzliche oder dieses Menschliche in der Architektur, das, was der Vater immer besucht hat und das immer irgendwo in irgendwelchen Details wieder auftaucht. So, diese Vorstellung, diese Vorstellung oder dieses sich in so ein Gebäude reindenken, dahingehend, dass man sich vorstellt, dass man
sitzt da jetzt, oder da, da ist ein Bench, da kann man sich hinsetzen, beziehungsweise da sitzt dann ein altes Mütterchen mit ihrer Einkaufstüte und schwätzt mit den Nachbarn und so dieses, ja, dieses, das sind so, das ist, glaube ich, was ihn immer so umgetrieben hat und was, oder was ich zumindest meine, von ihm gelernt zu haben, dass das wichtig ist in der Architektur.